Ey, yo, was geht ab? Das ist Mike Ross und wir machen weiter mit The Legend of Zelda für den NES. Im letzten Video haben wir hier den dritten Tempel abgeschlossen und was haben wir eigentlich für ein Item bekommen? Das Floß, genau, wir haben das Floß bekommen. Und mit dem können wir jetzt zum Tempel Nummer 4. Ja, der auf dem Wasser ist. Das heißt auf dem Wasser. Wir müssen übers Wasser zu einer Insel und da ist der Tempel. Aber ich habe mich informiert und habe gehört, damit ich eine Kerze brauche im Tempel, weil es da irgendwie dunkle Räume gibt, in denen man nichts sieht. Also brauchen wir erstmal ein Feuer, eine Kerze, ein kleines Lichtlein. Ich habe keine Ahnung, welche Kerze, weil es gibt ja rote und blaue. Und hier gibt es die blaue für 60 Rubinen. Weil ich nicht weiß, wo die rote ist und welche ich brauche, nehme ich einfach mal die blaue mit, in der Hoffnung, das war die richtige. Ja, und damit machen wir uns jetzt auf den Weg zum vierten Tempel. Okay, und das, der müsste sogar hier, genau hier sein. Yeah. Oh, langer Weg hinter uns. So, ab geht's. Level Nummer 4. Yeah. Wir gehen links lang. Und dann dreschen wir Fledermäuse kaputt. Kaputt, kabäsch. Oh mein Gott. Kaboom. Und ein Schlüssel. Jawohl. So, ich werde in dem Video etwas mehr mit Save States wieder arbeiten, weil im letzten Video, das war ja am Anfang eine Katastrophe, wie oft ich gestorben bin. Häschen! Blaue Häschen, aus denen Fledermäuse kommen. Rote Fledermäuse. Teufelsfledermäuse. Oh mein Gott. So, alles kein Problem. Wir gehen hier in die verschlossene Tür. Und in den ersten dunklen Raum. So, dann probieren wir das mal aus mit der Kerze. Yeah, und es funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Da hätten wir den Kompass. Und ich wette, hier gibt es noch irgendwas. Warum sollten sonst so viele Gegner hier in dem Abschnitt sein? Also dreschen wir die Teufelsledermäuse und die süßen Häschen kaputt. Und das Ergebnis ist nichts. Da-da. Okay. Safe State. Und oh, gut, laden. Häschen, weg, weg, kaputt. Naja, es könnten aber auch, wie nennt man die dann? Diese Dämonen, Trolle, Flügel, könnte es da nicht auch darstellen. Aber für mich sind es jetzt Häschen, ist egal, ja. Also wer ein Problem damit hat, dass ich die Monster Häschen nenne, ja, der soll das gerne als Comment schreiben. Aber ich mag Häschen. So, ich mag aber Fledermäuse nicht, also dreh ich Fledermäuse kaputt. Bam. Und bekomme als Belohnung nichts. So, wir erhellen den Raum mit unserer schönen Flamme. Mit einer blauen Flamme machen wir hell. So. Zerstören Fledermäuse. Und gehen weiter unseres Wegs. Auf jeden Fall fallen wir bis jetzt auf, damit der Tempel leichter ist. Teil 3, also der dritte. Also bis jetzt zumindest. Kann ich mich jetzt nicht beschweren, dass es besonders schwer ist. Aber habe ich auch kein Problem mit. Also so einfacher, desto schneller sind wir damit fertig. Hier noch ein paar Gedöns-Dinger. Ja, das ist Gedöns und das andere ist ein Häschen. Wer ein Problem damit hat, ja, das ist mir ganz egal. So. Licht. So, hier können wir erst durch, wenn wir das Item aus dem Tempel hier haben. Das ist nämlich die Leiter, die Wasserleiter. Damit können wir einen so einen Abschnitt überlaufen. Einen so einen Wasserabschnitt. Und dann können wir da auch weiter. So.
Häschen und Fledermäuse sind kein Problem. Bam, 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 bam. So, na klasse. Komm her. Weg, öffne dich. Oh, wir haben noch ein halbes Herz. Klasse. Oh Gott, was ist das? Das sind Schleimis. Schleimis und Gedöns. Eieiei. Schleimis, komm her. Schleim. Oh. Ey, das ist stark. Aber ich kann bloß eine Flamme machen pro Raum. Die Kerze ist ein bisschen eingeschränkt. So, wie viel halten dann diese scheiß Schleimviecher aus? Ah, komm her. Noch einmal. So. Wir schieben hier vielleicht. Ja. Das war irgendwie logisch jetzt. Also ein Raum ohne Nutzen, das ist ja irgendwie auch unlogisch. So, und hier haben wir die schöne Leiter, mit der wir über das Wasser können. Yeah. So. Fledermaus weg und weg. So. Jetzt zeige ich euch kurz, wie das ist mit der Leiter. Ich glaube, die Leiter ist kein Item, wo man auswählen muss, sondern man kann damit einfach übers Wasser laufen jetzt. Also Link hat jetzt ein Floß und eine Leiter in den Taschen versteckt. Also ich respektiere das. Nicht jeder könnte das. So, Achtung. Genau so läuft das nämlich. Wir können einen so einen Abschnitt überlaufen jetzt mit der schönen Leiter. Und ich würde sagen, dass wir erstmal zurückgehen und hier rübergehen. Und ich habe Bomben ausgewählt. Okay. Hier. So, jetzt können wir hier drüber. Und hier rein. Sehr schön. Und hier setze ich ein Safe State und lass die Monster einfach mal Monster sein. So. Was gibt's hier? Eieiei, nein. 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 Wieso? Oh. Wie viel Bombe haben wir schon? Vier. Nein. 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 Ich habe ein Safe State gesetzt, genau da, wo ich gestorben bin. Scheiße. Dumm. Verdammt dumm. Jetzt ist dieses komische Viech, dieses Endboss-Viech vom letzten Tempel hier auch noch ein Zwischenboss. Als ob die mich quälen wollten. So. Hier weit. Dumm. Weg. Aber irgendwie die ganzen Gegner im Tempel geben mir keine Herzen und nix. Ja, das ist doch dumm. Das ist total dumm. So, ich setze ein Safe State hier. Und die Kerze. Erhelle den Raum. So. Ja, ist eigentlich klar. So, gleich die eigene Flamme gerannt. Oh, dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. So. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung, egal. So. Ey, komm, das kann so jetzt nicht Sinn. Dumm. Weg. Lass mich durch. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rechts, weil ich habe A, keinen Bock auf den Gegner und zweitens habe ich ein halbes Herz, das ist ein Selbstmordkommando. Oh. Wo habe ich gesaved? Hier. Und Kerze. Und Licht. Ach genau, nee, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Och, komm. Dumm. So. Licht. Weg. Weg. Licht. So. Geradeaus. Und geh weg. Ui, hab ich Angst gehabt. So. Wir holen uns die Karte. Wir holen uns... Nicht?
nichts, weil wir tot sind. Wir laden. Wir holen uns die Karte, habe ich gesagt. Die hier drin ist. So, und diesmal bringt ihr mich nicht um, habe ich... Oh Mann, ey. Ich hasse es, verdammt. Gedöns bringt mich um. Gedöns mit einem Auge bringt mich um. Krüppelmonster töten mich. Und immer wieder. Sag mal, dumm? Ah, das ist ja nervend. So, ich sitze hier. Kein Safe.